Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Global Space Program. In dieser Folge tun wir einen Station Core bauen für die Mondstation, die wir aktuell bauen, die Treibstoff halten soll, die Bohrer für Erz haben soll, damit wir sozusagen Treibstoff produzieren können, genauso wie Monopropellant soll produzierbar sein. Den Rest haben wir ja grundsätzlich schon. Und das soll auch der Station Core sein. Bedeutet, dieses Teil steht in der Mitte und tut von dort aus die verschiedenen Leitungen von. Bedeutet, es wird mehrere Undock-Module haben, genauso wie Abdock oder solche Kabel, die zum Undocken sind. Der Sinn dahinter ist, dass das sozusagen der Remote- oder Roboterkopf ist dieser ganzen Station, dass wir nicht Kurbels da unten brauchen die ganze Zeit. Das Ding soll relativ autark laufen. Dann als nächstes müssen wir nach dieser Mission erstens unsere Kurbels wieder zurückholen, dann eine Forschungsstation auf den, oder eine Construction Base da unten platzieren, genauso wie Living Quarters, die wir zusammen connecten und als große Base da unten aufstellen können. Das wird ein relativ großes Projekt, wo ich noch nicht genau weiß, wie wir das Ganze umsetzen. Da wird mir aber noch was einfallen, glaubt mir. Und ich würde jetzt aber mal direkt loslegen, weil Zeit ist Geld und Geld habe ich nicht. Bedeutet, wir sollten schnell sein. Wir bauen jetzt mal schnell den Station Core. Der sollte relativ simpel sein und den sollten wir eigentlich auf das System aufsetzen können, mit dem ich das Video, hunderte Folgen Video, die kleinen Bases gesetzt habe. Es soll ein relativ cooles System werden. Ich habe dann eine Idee im Kopf, die werden wir uns mal gleich anschauen. So, wir haben hier schon, Buffalo habe ich jetzt auch mittlerweile. Daraus würde ich gerne aus dem Buffalo Command Kapsel, ihr seht schon, wie das hier ausschaut, würde ich in der gerne Rover bauen, die wir nach oben fliegen auch. Oder vielleicht auch oben bauen, wer weiß, wie wir das am besten umsetzen. Aber jetzt brauchen wir als erstes mal, was ist das denn? ATF Connect. Außenangelegter Connection Seat. Ey, das ist so dumm teilweise. Das ist ein Aggregation Module, wäre natürlich auch nicht schlecht. Das will ich nicht im Command Center drin haben. Ich tue das mal als Command Center einbauen. So. Dann ist ganz wichtig, das Ding, was ist denn das? Buffalo Trailer Hinge. No Docking. Extend Ladder. What? Ach, das ist eine Light. Das ist eine Leiter. Buffalo Trailer Hitch. Man sollte vielleicht Mining Shaft Portable Crew. What the fuck? Ich habe wieder neue Sachen installiert. Könnte sein, dass ein paar neue Teile hier gibt. Konzentrieren hier. Procedure. Nee, wir brauchen erstmal ein SRS-Modul neues hier. Verbessertes Lineares. Das brauchen wir auf jeden Fall. Buffalo Ground Stabilizer. Alter, es gibt so viele geile Sachen. Ja. Hilfe! Was ist denn das? Chronic RCS Thrusters. Das sind RCS Thrusters? Wie geil ist das denn? Sind mega nice. So. What? Damit müssen wir uns auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Da sind Jetwing? Scheiß Ernst? Outback ESP. Alter. Also da können wir ein richtig geiles Fahrzeug auf jeden Fall bauen, denke ich mir. Da ist hier sogar eingebaute Sache. What the fuck? Okay. Jo, da müssen wir uns auf jeden Fall mal auseinandersetzen. Da schicken wir auf jeden Fall was hoch. Vielleicht auch so ein kleines Cargo-Teil, was kleinere Sachen transportieren kann. Vielleicht auch können wir damit ein Kranmodul bauen. Wäre bestimmt eine geile Idee. So. Wir brauchen jetzt, ach Gott, ich habe jetzt ernsthaft, ich bin gerade so wieder happy, was ich hier sehe, dass wir hier jetzt, wo ist denn hier Structural? War das hier nicht Procedural Structure oder ist es hier unter Construction gewesen? Das ist das Problem, wenn man so viele Teile hat, man weiß teilweise nicht mehr, wo was ist. Was ist das denn? Jetwing Cargo Pallet? Nee, ich brauche hier sowas Procedural. Procedural Structural Element, so, da haben wir es doch. Das hier müssen wir in ein Cone verwandeln, genau. Und der Top muss ein bisschen kleiner werden. So, das sollte passen. Und der Bottom muss auf die Größe angepasst werden. So. Und
die Länge drehen wir ein bisschen runter. So. Dann haben wir den. Das ist sozusagen der Lenkkopf. Der soll das ein bisschen stabilisieren grundsätzlich. Das ist die Idee dahinter. So, Boden. Habe ich das Teil hier im Kopf. Eine große Bodenplatte soll das Ding grundsätzlich mal haben. Und ich will diese austarierbaren Teile unbedingt haben, weil die halt um einiges angenehmer sind, wie sonst irgendwas. So, was natürlich wichtig ist, oben soll eine gute Antenne draufkommen. Communication. R2. This affected a combat folding antenna and highly recommended for research missions. Holy shit. Ich hätte gerne so eine große oben einfach. So eine schöne, richtig nice große oben drauf. Das ist sozusagen das Hauptrelay. Ich hätte hier noch so gerne Relay-Antennas. Weil das ist ja keine Rail-Antenne, sondern das ist eine ganz normale. Oder haben wir gar keine Relays hier? Ich weiß gar nicht, was wir alles hier drin haben aktuell. Ne, das bringt sich nichts. Antenne einfahren. Da ist ein Bug. So. Könnte das höchstens so. Ja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall eines mal wichtig, weil halt die sozusagen die Connection raus verbinden soll. So. Hier soll jetzt ein Tank drauf. Und natürlich nehmen wir da wieder Procedural Tanks, weil die einfach geil sind. Bedeutet, oben würde ich gerne den RCS-Tank drauf bauen. Der wird natürlich auch wieder einen Cone-Shape kriegen und der Top wird als erstes eingestellt. Jetzt müssen wir das natürlich wieder auch anpassen. So. Und dann wird der Bottom gemacht. Der soll gleich die Breite kriegen, auf die wir müssen. Einfach damit wir danach nichts mehr einzustellen haben. Ah, zack. Bisschen wieder runter. Nee, das passt noch nicht so ganz. 176. Schaut das gut aus? Ja, das schaut gut aus. Kann man... Ich hoffe mal, da passiert... Oh. Ich hätte gerne so ein Nosecone gehabt. Weil einfach cooler ausschaut, auch von der Form her. Nochmal 1,40, das sollte passen. Und der Bottom wird jetzt noch breit eingestellt. Klack. Was war es? 1,76, glaube ich. Sowas war es. Ja, genau. Das ist ein cooler Tank und hält auch dezent viel. Wir machen ihn noch ein bisschen länger einfach. Sowas hier. Macht 17.000 insgesamt an Speicher. Und dann kommt drunter der Liquid Tank. Einer, nicht mehr. Mehrere wären ein bisschen übertrieben. Hier, warte mal, dazwischen. Bauen wir noch eine Batterie. Gasturbine Generator. What the fuck? So. Die wird relativ klein. Die wird einfach sehr breit schnell. 376 was oder sowas. So. 376. Wie viel hält das? Genug auf jeden Fall für die nächsten 30 Jahre. Da tun wir ein bisschen weniger. 8000 wird reichen. Zur Kontrolle eines ganzen Betriebes fürs Erste. Außerdem haben wir eigene Batterieteile auch. Also das ist ja jetzt schon mal was ganz anderes. So, das wird natürlich auch wieder... das ist die Länge. 376, so war das. 376, da war's. Klack. Und da drunter kommt das Teil jetzt. Das ist das komplette Modul, wie es da hoch soll. Beziehungsweise sieht es da so oben operieren soll. Das ist sozusagen die Base, da drüben ist der Funkturm. Und hier kommen jetzt noch bestimmte Sachen ran. Als erstes muss es natürlich landbar sein. Bedeutet, es kriegt Thruster dran. Jetzt müssen wir schauen, kann ich hier auf Mann einstellen, Vakuum. Und dann mal gucken sozusagen, wenn ich jetzt hier unten an jedem Fuß so einen Thruster anbringen würde. Würde das... reichen. Delta V-mäßig. Ah, warte mal, ich kann nicht hier anzeigen lassen. 1,18. Also gar nicht schlecht. Sind die voll? Die sind voll. Das würde schon mal funktionieren. Ich will mal andere Thruster anschauen, die vielleicht...
wir machen. Die schaffen es zum Beispiel nicht. Also sind es schon die Thruster hier, die gut sind. Ich mag mal andere Modelle anschauen. Habt ihr da noch andere Modelle für mich? Ja, hier sowas. Das schaut leider nicht, gar nicht schlecht aus. Hat 1,86, bedeutet, sollte auf jeden Fall reichen, um nach oben zu kommen. Batterie hat es genug. So, dann sind die, wie gesagt, ich habe gesagt, wir brauchen noch Bohrer, die Erz schaufeln, weil das haben wir bis jetzt noch nicht verbaut. Stopp! Das müsste eigentlich hier drunter sein. Was, das ist Boromatik? Kann ich da nicht den Sitz an großen verbauen? Zwei links, rechts, so fette Bobal. So, konfigurieren, Drill. Water Extraction, Ore Extraction. Ich kann jetzt noch Nitrogen, Uranium, Water, ich brauche Ore. Kann ich ihm lohnt das? Ich hätte gerne einen mit 75% Größe. Der andere ist nicht auf 75% runter. Warum ist das? Weil er den großen nicht rausgenommen hat. So, jetzt hat. Da haben wir den kleineren Burschen. No, nur zwei. So. Die beiden bohren sich dann runter in die tiefe Erde. Was jetzt wiederum auch wichtig ist. Und warte mal, nochmal gucken. Nur zu. Es ist auf Erz eingestellt. Gut. Weil das ist. Wenn ich jetzt schon wieder das vergesse, kriege ich einen Anfall. So, dann. Construction Game braucht er nicht. Ich hätte gerne. Wo ist es denn? Ist es nicht hier drin? Bin mir relativ sicher, dass das hier drin ist. Ist es nicht hier drin? Aber es wird wahrscheinlich unter EVA-Type sein, oder? Nee, hier ist es auch nicht. Und was hält denn das? Kerbal Attachment System. Hier. Das sind die Transfer Resources Teile, die man auf jeden Fall braucht bei solchen Missionen. So. Und natürlich oben drüber kommen noch die Attachments rein, theoretisch, damit du an- und abgehen kannst. So schaut es doch gar nicht schon mal schlecht. Also wie gesagt, es muss jetzt nicht unbedingt den Schönheitspreis gewinnen, es soll funktionieren. Und der Sinn dahinter ist, dass sozusagen dieses Teil die Mittelstation darstellt. Es hat einen Controller drin, es ist verbindungsbar, weil das war eigentlich der Grundplan, weil das Mittelteil, was ich jetzt hatte, die erste Grundbasis darstellt. Dadurch, dass ich die Bohrer eh dran vergessen habe, ist es noch dümmer gewesen. Aber das Teil ist ja gar nicht schlecht, weil es hat relativ viel Speicherplatz für Oxidator und alles. Jetzt ist ja nicht gleich so viel wie das andere Teil, das war noch größer. Aber es hat genug, um auf jeden Fall alles zu schaffen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, das geht auch noch alles. Was der auch kriegt, ist RCS Thrusters. Einfach für die for fuck's sake und so Zeugs. Hier oben kommen 3, wollte ich jetzt nicht, ich wollte 4. 4 und 4 versetzt. What? Das geht nicht so, wie ich es unbedingt wollte. Naja, schaut jetzt nicht so symmetrisch aus, wie ich es immer gern habe, aber ist ja wurscht. Es schaut trotzdem ganz cool aus. Jetzt geben wir dem Ganzen noch eine Farbe. Recoloring UI, Little Dried. Machen wir es rot-weiß, oder? Open Recoloring, White Paint. Und das mittlere, das ist, müsste jetzt gleich die. Hallo. Der schaut doch ganz nice aus. Das als Teil hochschicken. Close. Schaut ganz nett eigentlich aus sogar. Ja. So würde ich es auf jeden Fall hochschicken. Jetzt halt schauen wir mal. Das nennen wir jetzt mal Alpha Man Base Core. Weil es ja sozusagen eine Alpha Man Base Core. Jetzt brauchen wir natürlich Transfer Stage und alles. Das wird natürlich wieder eklig. Wie immer. Aber rein theoretisch hätte ich dafür eine Solution. Öffnen wir mal. Ich muss gerade. War das die Centaurus? Nee. Es war die Enduros. Laden die Enduros. Jetzt müssen wir gucken, was da noch alles von der Enduros da ist. Ihr seht mal, das war das ganze Modell für die Enduros-Mission. Riesengroß und ekelhaft. Genau, da musste ich das hier oben bauen, glaube ich. Das war ja der andere Teil.
Weil wir nehmen das zusammen weg und nehmen das alles. Aber nur, warte mal kurz. Dafür müssen wir jetzt hier aufmachen. Hier hin, Baugruppe. Zack. Und nennen das den Enduros Booster. Enduros Booster. Booster schreibt man mit Doppel-O, ne? Booster. Boost, 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 boost. Booster. Booster, speichern. Dann öffnen, nicht speichern hier. Und dann müssen wir jetzt die Alpha Mon Base Core laden und können da den Enduros Booster holen. Das wird jetzt interessant, weil der ist sehr riesig. Zack. Wie hat das jetzt funktioniert? What? Was ist passiert? What happened here? Ich wollte jetzt eigentlich hier... Ich weiß nicht mal, ob das hält. Das ist so meine Sorge. Ich mache jetzt hier unten nochmal die Kappler dran. Ein Stapel-Separator. Machen wir einen kleineren dran, weil... For the fuck's sake, warum sollte ich was Großes nehmen? Und bauen jetzt hier... die waren hier irgendwo, die Structural Tubes, glaube ich. Strukturröhren, genau. Die nehmen wir jetzt. Nope, nicht so. Einfach hier. Und nehmen dann die hier. Nehmen noch so einen ab. Zack. Nein. Aber warum hängt es... Das nicht jetzt einmal ab. Und tu das dann. Hier da. So, und dann kommt das hier dann. Zack. Perfekt, so wollte ich das ungefähr. Und dann müssen wir hier natürlich noch einen Struts reinmachen, weil ich traue dem Ding nie. Nie. So, Struts. Hier unten. Nach hier oben. Zack. Bedeutet, gestruttet ist es auch. Dann nehmen wir den. Machen wir erstmal hier auf. Dann nehmen wir das ganze Teil, scrollen es nach oben. Jetzt muss nicht mal der Turm hier so hoch sein, rein theoretisch. Zack, weg mit dem Kopf. Zack, weg mit dem Kopf. Oh, warte mal. Die Aufzüge müssen nicht mehr so hoch gehen, Jungs. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die Aufzüge eigentlich gemacht habe. Das war gleich irgendein Sinn dahinter. 72 ist die magische Höhe, Jungs. 72. Kommt eh keiner raus. Aber egal. Jetzt brauchen wir noch, das war hier gleich auch drunter. Es gibt also Einzelteile, die wir jetzt verwenden müssen. Logos Conic. Oglife, Conic. Oglife, wir nehmen mal das Teil hier. Schaut sehr interessant aus. Das ist die Oglife und das ist die Conic. What the fuck? Okay. Ich nehme die Oglife einfach so einfach. Das ist gleich das Beste hier, was es ist. Ach, guck mal, das sind die verschiedenen Arten, wie wir die jetzt einfärben können. Habt ihr eine coole Version auch dabei? Oder sehe ich jetzt da. Das nehmen wir hier. So, One-Base-Version, so. Müssen jetzt gleich noch ganz ein bisschen hochschießen. Ich muss hier ein bisschen rauszoomen. So, ja, das passt schon jetzt. Zack. Jetzt gehen wir hier auf Speichern. Check nochmal alle Sachen durch. Das ist die erste Stage. Da geht das Teil auch ab und hat genug Schub. 8,6. Pff, das Ding ist ein Biest. Also das ist echt eine Stage, die biestmäßig unterwegs ist. Das können wir... Ich glaube, das könnt ihr auch bestätigen. Das ist echt eine Biest statt... Gruppe. Ja, das ist ja wurscht, der Rest ist ja... Na, guck mal, so könnte ich auch an. Dann einfach nur, das kann man hier rein tun, rein theoretisch. Und das ist die nächste Stage. Und da sind die ganzen Antriebe drin. Die tun wir auch auf hoch mal einstellen, einfach weil sie dann mehr Boost bringen. So, die hat eine Schubkraft von 3,8.
Was natürlich mega nice ist, hier haben wir fast 4000 MS drin. Das ist brutal, was ich für Raketen gebaut habe für diese Drecksmission. Dann speichern wir das ab und gehen damit mal aufs Launchpad. Let's go to the Launchpad. Da, 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 da. Und ich hoffe jetzt, dass ich wieder, dadurch, dass ich jetzt nicht mehr arbeiten muss, sondern Matura-Kurs nur noch habe, also ich muss noch arbeiten, ich habe keine Berufsschule mehr, was am meisten Stress macht, dass ich jetzt wieder einen gesunden Puffer aufbauen kann, damit sowas wie der letzte Stress nicht mehr in der nächsten Zeit passiert. Aber es existiert wieder eine neue Idee aktuell in meinem Kopf, die wieder Zeit in Anspruch nimmt. Aber sagen wir mal, den Versuch wert ist, glaube ich. Ich muss dann auch mit meinem Englisch-Matura-Lehrer mal quasseln drüber. Denn ich überlege, einen englischen Splitter-Kanal zu machen, beziehungsweise englische Videos auf meinem Kanal hier. Die werden natürlich speziell mit Englisch gelistet. Aber ich will einfach mal schauen, wie mein Kanal auf Englisch laufen würde. Wie gut halte ich mich im Englischen und alles drum und dran. Aber Leute, den Start sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao.